So schnell kann es gehen mit der Vorfreude. Gerade noch in der CT einen Artikel entdeckt, wie man sich seine eigene Steambox zusammenbaut und die Einzelteile schon bestellt. Sie sind alle auf dem Weg. Und dann muss ich schon ein Urteil darüber besprechen, weshalb Steam eben doch nicht so dolle ist, beziehungsweise weshalb es ein Problem mit dem Weiterverkauf der Software geht, die insbesondere bei Spielen inzwischen eigentlich fast alle, ja, die meisten zumindest, an Steam gekoppelt sind. Was ist die Situation? Wir kaufen uns ein Spiel im Laden, aber das kann man eben nicht einfach nur mehr so installieren, sondern man installiert es und muss dann auch noch das Ganze verbinden mit seinem Steam-Account. Und wenn man jetzt irgendwas weiterverkaufen will, gut, die Hülle, die kann ich in irgendwo reinstellen bei eBay, kann ich weiterverkaufen, kann ich auch verschenken, meinetwegen auch mit der CD drin. Nur nutzt es nichts, weil ja der entsprechende Code schon verwendet wurde und damit das Spiel einmalig verbunden ist mit einem Steam-Account. Den Steam-Account darf ich laut den Nutzungsbedingungen von Steam eben nicht weitergeben. Damit hängt es also und natürlich kriege ich dann nichts mehr dafür, wenn ich es weiterverkaufen will. Und auch der Beschenkte wird sich irgendwann beklagen. So, jetzt gucken wir mal, was gab es dazu. Erstens hat der VZBV, der Bundesverband der Verbraucherschützer, dagegen schon mal versucht vorzugehen. Nur der BGH hat es anders gesehen und hat 2010 gesagt, das ist okay mit diesem Verhindern solche Weiterverkäufe, das wird akzeptiert. Aber jetzt gab es ja vor wenigen Monaten ein Urteil des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs, und der hat nun wiederum gesagt, dass solche benutzte Software, da geht es um Computerprogramme, allerdings mehr so im Business-Bereich, dass man solche gebrauchten Lizenzen durchaus weiterverkaufen nicht nur darf, sondern dass der Hersteller das auch nicht unbedingt verhindern darf. Damit muss er dann leben. Und damit hat man wieder Morgenluft geschnuppert bei den Verbraucherschützern und hat es wieder versucht und ist jetzt wieder vor Gericht gegangen und zumindest in der ersten Instanz beim Landgericht Berlin ist man leider jetzt vor ein paar Wochen gescheitert. Man kann aber schon mal zumindest verkünden, soweit ich weiß, ist am 13.03. Berufung dagegen eingelegt worden. Also das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Aber es ist trotzdem mal ganz interessant zu gucken, was sagt denn das Landgericht Berlin? Warum ist es denn jetzt so? Also erstmal müssen wir uns dafür nochmal ins Gedächtnis rufen, wo es liegt überhaupt das Problem. Na gut, für den Käufer liegt natürlich da ein Problem, er kann es nicht weiterverkaufen. Aber es gibt im Recht sowas wie den Erschöpfungsgrundsatz. Das bedeutet, wenn ich etwas verkaufe, dann muss ich damit leben, dass der Käufer das so verwendet, wie er möchte. Und insbesondere, dass er es auch weitergeben kann, verschenken kann, verkaufen kann, was auch immer. Das gilt zumindest für körperliche Gegenstände. Und das gilt eben inzwischen auch nach dem EuGH zumindest wohl für Computerprogramme. Und jetzt ist natürlich auch schon wieder so eine Frage, sind Computerprogramme sowas wie Computerspiele oder ist Computerspiele eher sowas wie ein Film, wo man zumindest ein bisschen mehr Einschränkungen machen kann, aber den Verkauf einer Film-DVD auch nicht verhindern kann. Langer Rede, kurzer Sinn. Die Argumentation jetzt des Landgerichts Berlin, die ist ganz interessant. Die sagen nämlich, selbst wenn ich mir hier etwas kaufe und selbst wenn ich das installiere, da ist ja gar nicht das komplette Spiel mit drauf, sondern da ist zwar ein bisschen was davon draus, vielleicht auch ein bisschen viel, aber ich kann damit noch gar nichts anfangen, weil mir fehlt die Dienstleistung von Steam, von Valve, nämlich zum Beispiel Updates, dass Multiplayer-Spiele darüber möglich sind, dass ein Matching von Spielern untereinander passiert und. Also alles Dienstleistungen, ohne die angeblich so ein Spiel gar nicht spielbar wäre und deswegen man eben gar nicht nur ein Spiel kauft, sondern eigentlich sowas wie eine Dienstleistung. Also etwas, was sozusagen von Steam noch geleistet werden kann. Und das ist ja nicht erschöpft, das ist ja kein Gegenstand, das kann ich nicht greifen. Das ist auch nicht nur ein Computerprogramm, es ist ja was anderes. Die bezahlen dafür viele tausend Server Geld, also kann man auch nicht von denen verlangen, dass sie einfach sich damit zufrieden geben, dass ich einen neuen Kunden denen vorsetze. Dass sie trotzdem natürlich fast jeden akzeptieren, mal geschenkt, aber so zumindest die Argumentation. Und so steht denn hier auch direkt geschrieben, ich lese mal vor, im Unterschied zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist das von dem Kunden der Beklagten erworbene Programm als solches, indes nicht eigenständig auf dem Rechner des Kunden, lokal lauffähig, ohne dass die Beklagte fortlaufend weitere Leistungen erbringt, die Gegenstand des gesonderten Nutzungsvertrages sind. Dann kann man natürlich dagegen halten. Und das wird wahrscheinlich auch in der Berufung passiert sein, dass man nämlich sagt, wenn ich jetzt also sage, das ist gar nicht mehr so ein richtiges Computerprogramm, beziehungsweise ein Spiel, das ist irgendwie nur irgendwas,
dass das vielleicht nicht mehr mit dem übereinstimmt, was sich zumindest der Verbraucher darunter vorstellt. Weil man muss jetzt auch zugeben, preislich hat sich da jetzt nicht viel getan. Also dass jetzt Computerspiele deutlich billiger geworden sind, weil man eben sagt, du kaufst ja gar nicht mehr alles. Oder diese Dienstleistung jetzt so in den Vordergrund gestellt wird, habe ich zumindest so noch nicht bemerkt. Das ist natürlich jetzt rechtlich nicht so richtig greifbar. Man kann aber natürlich trotzdem sagen, dass man ein wenig auf die Verkehrskreise hier mal schaut und dann sieht, naja, die würden schon eigentlich erwarten, ein Spiel, das ich bei mir installiere, dass ich spielen kann, dass ich auch wieder löschen kann, ohne dass ich unbedingt jemand Drittes damit einbinden muss. Auch wenn es natürlich hier hinten klein irgendwo draufsteht. Das ist natürlich dann die Frage, wie klein muss es sein und was ist dann die Erwartungshaltung? Und ist es dann eben doch wiederum, dass man sagen kann, wir haben den Erschöpfungsgrundsatz und egal, ob es draufsteht oder nicht, die Masse macht es eben, das ist eben tatsächlich ein Spiel, das ist ein komplettes Spiel und wenn ich da jetzt noch was draufflansche, dann ist das bei einigen Spielen vielleicht eben eher doch Schikane, als dass es wirklich notwendig ist, weil es eben eine Art Kopierschutz ist und weniger wirklich dafür, dass man sagt, naja, ohne das ging gar nicht. Also ich kenne viele Spiele, die sich sicherlich ohne Steam wunderbar noch spielen lassen würden. Das kann man sicherlich hinterfragen bei Titanfall und ähnlichem, wo es eigentlich nur auf Multiplayer ankommt, aber bei vielen Singleplayer-Spielen könnte ich da sehr gut drauf verzichten und dann hätte ich ja vielleicht die Wahl zu sagen, okay, wenn ich Multiplayer mache, dann müsste ich dann gegebenenfalls das akzeptieren. Vielleicht kann ich es dann aber auch wieder lösen und jemand anders kann es spielen. Also technisch ist das ja alles möglich. Ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass die da jetzt betupft werden, was die Hersteller angeht, sondern sie könnten es ja eben so einrichten. Das ist eben natürlich aus deren Sicht vor allem das Sichern von Pfründen, also von entsprechenden Lizenzgebühren. Man merkt schon, man kann viel drüber diskutieren, man kann auch viel dazu sagen und da wird sicherlich auch noch eine Menge zu festgehalten. Festhalten können wir auf jeden Fall jetzt für diese Folge vom Games-Anwalt, dass nach diesem Urteil zumindest erstmal die Chancen kleiner geworden sind, dass wir in nächster Zeit Steam-Spiele weiterverkaufen oder verschenken können, insbesondere eben auch unseren Account mitgeben können, aber dass das letzte Wort eben auch noch nicht gesprochen ist und dass das EuGH-Urteil, egal was das Landgericht hier Berlin sagt, durchaus auch ein Fingerzeig sein kann, dass hier der Erschöpfungsgrundsatz und damit die Möglichkeit, was weiter zu verkaufen, doch auch noch in Frage kommen kann. Spannend bleibt's und wie es dann ausgehen wird in der nächsten Instanz, das werdet ihr und sie natürlich wieder hören. Hier bei dieser kleinen, schönen Sendung, nämlich dem Games-Anwalt von Gamers Global. Bis dahin alles Gute, sagt euer und ihr Kaulius und tschüss.